Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Quest Builders. Und wir werden heute nochmal ein bisschen rumlaufen. Ja, ich habe gesehen, dass wir hier eine Karte haben. Wir können auch hier rumscrollen. Nicht weit, aber immerhin ein bisschen können wir uns umsehen. Und da ist etwas ganz Besonderes, ein Baum. Gibt es hier auch Höhlen? Da ist irgendwie, da sind irgendwie Schädel und da hinten sind Gegner. Mal gucken. Gucken wir erstmal weiter. So, wir müssen Beeren organisieren. Oh, da sind überall Stöcker. Guck mal. Zack. Wir sind draußen, Freunde. Das erste Mal. Organisieren wir noch ein paar Stöcker. Kann ja nie schaden. So, mit diesen Schleims, die da rumlaufen, können wir also Fackeln herstellen, ne? Und da sind noch Beeren. Yay! Schleim. Eine Beere, zwei Beeren. Bäume können wir nicht kaputt machen. Dafür kriegen wir wahrscheinlich hier die Äste um den Bäumen herum, um die Bäume herum. So. Stimmt, hier ist alles dunkel. Das fällt einem gar nicht so auf. Hier sind so kleine Hügel. Was passiert, wenn man sich runterbohrt? Na, jetzt muss ich die Gegner hier loswerden. Komm her, Kleiner! So, du bist auch noch mal kaputt. Hey, komm! So, und jetzt bohren wir uns mal runter. Gucken, wie weit das geht. Ist hier Ende oder kann man theoretisch noch weiter? Okay, jetzt muss ich nur herausfinden, ob ich hier irgendwie rauskomme. Okay, das Rauskommen ist ein bisschen blöd, wenn man baut. Ach nein, ich hab verkackt. Komme ich nicht wieder raus? Ja, oh Gott, nein, ich bin immer noch nicht draußen. Okay, so viel dazu. Dann gucken wir nach weiteren. Wie viel haben wir gebraucht? Ich habe keine Ahnung, was hat sie gesagt? Wie viele Beeren brauchen wir? Sechs? Alle sechs? Was ist denn hier los? Hier befindet sich ein altes, verwittertes Schild, auf dem die Worte mein Gelöbnis prangen. Darunter steht ein längerer Text. Möchtest du ihn lesen? Ja, okay. Wie viele Jahre sind vergangen, seit der schändliche böse Drachenfürst unser Reich in Finsternis gehüllt hat? Monster streifen unbehindert durch das Land und sogar meine geliebte Heimatstadt Kantlin ist vor ihnen gefallen. Nachdem wir unsere Kreativität beraubt wurden, dauerte es nur wenige Monate, bis unsere Zivilisation verfiel. Immer weniger Menschen können lesen und schreiben. Wir haben unsere kostbarste Gabe so lange für selbstverständlich gehalten, dass wir ohne sie verloren sind. Wenn ich den Niedergang der Menschheit nicht aufhalten kann, so will ich ihn zumindest für die Nachwelt festhalten. Ich werde also durch Alefgard reisen und das Unglück der Menschen beschreiben. Dieses Schild sei Zeugnis meines Entschlusses. Ich werde die Ereignisse auf meiner Reise niederschreiben und der Bericht soll den Titel Auf nach Tantigel erhalten. Ich fordere jeden Leser dieser Nachricht auf, in meine Fußstapfen zu treten und sich auf die Suche nach meiner Geschichte zu begeben. Möge die Göttin bei allen unseren Abenteuern über euch wachen. Franklin A. Manson, Wachbrigade von Kantlin. Okay. Zero hält zum ersten Mal eine beschädigte Barrikade. Was ich da wohl machen kann mit? Na, komm hier. So. Zack. Hier nochmal alles aufgesammelt. Die Totenköpfe kann ich nicht kaputt machen, doch. Aber die gibt mir nichts irgendwie. Nö. Nix. Schade. So, Uhrzeit. Boah, weiß ich, wann es Nacht ist. Ach so, es ist gerade so halbtags. Wie spät ist es, Zero? Halbtag. Seltsam. Oh, Milchblüten. Da ist... Ah, da sind weitere. Oh, das ist eine Kiste. Lagerfeuer leuchtet hell. Es wurde anscheinend erst vor kurzem geschürt. Jemand muss in der Nähe sein. Okay. Nur wo? Hier oben? Ich kann doch bestimmt auf die Karte einfach gucken, ne?
Sind das Geier oder ist da jemand? B. Müssen wir gleich mal gucken. Okay, wir müssen sämtliche Äste einsammeln, die wir finden können. Weil wir hier nicht einfach Bäume abgrasen können. Schade. Ah ne, das war nur so ein komischer Geier. Was auch immer du bist. Na, ja, wir halten uns erstmal fern von den Kleinen. Bis wir was Besseres haben. Ich sehe hier niemanden. Oh, was ist denn da? Diese alten Bücher sind ungemein schwer zu lesen. Es könnte länger dauern, die Kantlin-Chronik zu entziffern, als ich ursprünglich genommen hatte. Die Handschrift ist so krakelig, dass Zero sich nicht dazu überwinden kann, den Rest zu lesen. Egal, ich nehme den Rest mit. Gehen wir auf die Tür her. Nehmen wir das her. Oh, ich kann nichts mehr tragen. Oh. Okay. Ich lege mal kurz die Kiste hier ab. Und das Lagerfeuer. Weil ein Lagerfeuer würde ich gerne mitnehmen. Lassen wir das Bett hier einfach. So. Ich weiß nicht, ich möchte nicht, dass das irgendwie einfach verschwindet. Da kann ich aber nichts, in die Kiste kann ich nichts einlagern, ne? Okay, wir kommen gleich wieder. Wir gehen erstmal kurz nach Hause. Wir brauchen aber noch ein paar Früchte, dann kommen wir nochmal her. Beziehungsweise das ist eh eine Demo, muss ich gar nicht, ne? Wir lassen das mal da stehen. Ich habe kurz vergessen, dass wir in einer Demo sind. Ich meine, ich werde da sowieso nicht viel davon haben. Es sei denn, das Spiel erscheint. Aber das merken wir uns einfach, wenn das Spiel erscheint. Beziehungsweise ich merke mir das einfach mit Einzelspieler. Falls ich Einzelspieler spiele. Wenn nicht, hole ich mir unterwegs einfach ein neues Spiel. Für unterwegs ein anderes Spiel, meine ich. Und ich hätte auch nichts dagegen, ein kleines Let's Play davon zu machen. Oh, guck mal, da unten gibt es da ganz schön garstige Viecher, wa? Na gut. Gehen wir zurück, wir haben ja jetzt genug von unserem Zeug. Und ich denke mal, die Welt ist momentan einfach nur so klein, weil wir in der Demo sind. Ich denke mal, die wird dann doch schon ein bisschen größer sein. Hoffe ich zumindest. Oh, hi! Ui, hast du viele Pflaumenbeeren gefunden? Kann ich sie haben? Ja, hier. Bitteschön. Hurra! Danke, Zero. Ich muss gestehen, ich habe einen Bärenhunger. Hier, bitte. Die sind für dich. Dies ist dein Anteil. Du bist doch bestimmt auch am Verhungern, oder? Die Bären sind köstlich. Probier mal. Zero bekommt allmählich Hunger. Okay. Gibt es dafür auch eine Anzeige? Ich habe Bären bekommen? Ich habe ihr 5 gegeben und als Dank gibt sie mir 3 Stück zurück. Danke für deine Mühe. Mit der Zeit stellt sich dein Hunger ein. Die Anzeige links oben. Ah, den Bildschirm verrät dir, wie gesättigt du noch bist. Nimm Nahrung zu dir, um die Anzeige aufzufüllen. Okay. Wenn es Nacht wird. Sobald die Sonne untergeht, ist deine Sichtweite eingeschränkt. Zudem sind dann alle möglichen Monster unterwegs. Finde einen Raum mit Bett oder leg dich aufs Ohr, bis der Tag auch anbricht. Okay. Bin eigentlich gar nicht hungrig. Verarscht mich doch. So, legen wir uns mal schlafen. Okay, simples Schlafzimmer. Was kann ich jetzt für dich tun? Weißt du, Zero, ich habe nachgedacht. Du läufst herum und schlägst die Bäume, das Gras und all sowas klein. Nee, die Bäume schlage ich doch gar nicht klein. Und aus den Materialien, die du dabei findest, baust du neue Sachen, stimmt's? Es wäre doch ziemlich praktisch, den ganzen Kram irgendwo verstauen zu können, meinst du nicht? Schließlich wirst du bald jede Menge verschiedene Materialien gesammelt haben. Warum? Nun ja, das ist ein Geheimnis. Trotzdem solltest du etwas bauen, worin du deine Habe verstauen kannst.
Deine Freundin ist klug. Ein Ort, an dem du die Materialien, die du sammelst, aufheben und sortieren kannst, wäre gewiss nützlich. Kannst du dir vorstellen, wie ein Gegenstand aussehen könnte, der diesen Zweck erfüllt? Wie eine Kiste? Oh, Zero findet heraus, wie man Truhe baut. Nice. Und was brauchen wir dafür? Truhe. Zero stellt Truhe her. Nur kann sie nicht mehr tragen. Okay, wir stellen mal ganz kurz das Lagerfeuer hier auf. So. Nehmen wir dann die Truhe, stellen sie dann hier irgendwo hin, so fertig. Und dann lagern wir da ein paar Sachen rein. Verstauung. So. Hui, das ist eine Truhe. Jetzt kannst du all die Sachen, die du gesammelt hast, da hineinlegen und dann losziehen, um noch mehr zu sammeln. Was du nicht sagst. Weißt du, Zero, eines habe ich mich immer schon gefragt. Was genau ist dieser Welt eigentlich zugestoßen? Angeblich soll ein schrecklicher, böser Mann uns das Licht gestohlen haben. Und seitdem kämpfen wir alle um unsere Existenz. Jeder achtet nur noch auf sich selbst und niemand hilft seinen Mitmenschen. Ich finde, es ist jedenfalls total öde, so zu leben. Meinst du nicht auch, es wäre schön, wenn wir diese Stadt wieder aufbauen und alle zusammenleben könnten? Wenn du bei mir bist, erscheint mir alles möglich. Wir sollten tun, was wir können, um diese Stadt lebenswert zu machen. Aber dazu werden wir haufenweise Materialien brauchen, deshalb wollte ich, dass du eine Truhe baust. Prima, dann ist es abgemacht. Wir bauen die größte, besteste Stadt auf der ganzen Welt. Ich werde mir überlegen, was wir dafür brauchen, und du wirst es bauen. Du bist nicht kreativ. Du hilfst mir doch, Zero, oder etwa nicht? Zwei abgebrochene Äste. Danke. Ich muss auch irgendwie auch das Licht erweitern können, oder? Wobei, ich kann die Stadt auch hier weiter ausbreiten. Es wird bestimmt eine Heidenarbeit, hieraus eine riesige Stadt zu machen. Kann ich dir irgendwie dabei helfen? Zum Beispiel könnte ich doch versuchen, etwas zu bauen. Das wäre ziemlich hilfreich, nicht wahr? Aber wenn ich Sachen bauen will, werde ich einen Arbeitsraum brauchen. Genau wie den auf dieser Skizze. Zero, kannst du mir einen bauen wie den, den ich gezeichnet habe? Bitte, bitte, bitte. Wenn du eine Skizze, wenn du kreativ genug bist, eine Skizze zu machen, dann wirst du wohl auch kreativ genug sein, Erde zu nehmen und auf die Position zu packen, die du dir gedacht hast. Anscheinend wurde Pill von deinem Beispiel inspiriert und möchte nun selbst etwas bauen. Du kannst Pills Bauplan auf dem Boden ausbreiten, indem du X drückst. Durch Drücken von Minus kannst du dir den Bauplan genauer ansehen. Um einen Bauplan zu vollenden, musst du alle erforderlichen Gegenstände genau wie angezeigt platzieren. Gib Acht, dass die Räume, die du baust, innerhalb der Grenzen deiner Siedlung liegen, sonst erkennen die Bewohner deiner Stadt sie nicht. Als Werkbank könntest du den Steinmetztisch bei der Flagge verwenden. Du musst wahrscheinlich ein bisschen dagegen hauen, bevor du ihn bewegen kannst. Ach, und der Raum braucht auch eine Tür, durch die man hinein und hinausgehen kann. Und eine Lichtquelle, aber solche Sachen kannst du aus einfachen Materialien bauen, nicht wahr? Ich habe eine Tür geklaut. Yay! Heureka, Zero findet daraus, wie man Strohtür baut. Ich habe eine geklaut, muss ich gar nicht. Nimm mal hier den Tisch her. So, dann machen wir noch die Steine hier kaputt. So, müssen wir hier kurz aufräumen. Die ganzen Scheiße nicht haben. Okay, man kann die Taste auf jeden Fall nicht gedrückt halten zum Abbauen. Schade. Es wäre auch zu einfach, ne? So, das Stöckchen noch kaputt. Also gut, entweder ich reiß alles ab, damit alles auf einer Höhe ist, oder ich möchte, dass unsere Stadt auf einer Höhe liegt. Ich glaube, auf so einer Anhöhe gelegene Stadt ist, glaube ich, besser, ne? Aber so müsste ich jedes Mal Stein. Obwohl, wir machen einfach nur die Zentrale. Nur die Zentrale soll. Nichts ist für die Ewigkeit. Ah, achso. Ne, ich habe ja noch meinen anderen Stock. Von daher, mir Wumpe. So, hier geht doch alles weg. Mal hier alles aufräumen. Ich kann es nicht leiden, wenn es so hässlich ist. Gut,
Muss ich gleich hier alles nur noch mit Stein füllen? Mit Erde füllen? Das ist alles gut. Oh, ich komme sogar an. Nice. So, okay. 3D-Steuerung. Ein bisschen schräg. Da. Da. Präzise. So, nice. Jetzt noch den Rest hier wegmachen. Stein können wir leider nicht wegmachen. Sollte irgendwie nicht mein okay, ich wollte gerade sagen, sollte es nicht irgendwie kaputt gehen. So, nun haben wir alles auseinandergebaut. Dann gucken wir uns mal die Skizze an. Ja, da haben wir jetzt mehr als genug. Also gut. Kann ich die Skizze platzieren irgendwie? Also. Wenn das die Wände sind. Vielleicht so rum? Nee. Bauen wir das einfach so auf. So. Nicht genug Platz? Mich verarschen? Ich will nichts herstellen. Okay. Moment. Wir nehmen einfach die Truhe. Packen sie woanders hin. Nehmen wir erstmal das hier, platzieren das dahin, so. Nehmen wir mal wegen das hier, ups. So, nehmen wir das hier und platzieren das wegen hier hin, außerhalb der Stadt. So, dann nehmen wir noch die Tür, platzieren sie erstmal dahin. So, die Truhe kommt dann hier zum Lagerfeuer. Ah. Kann ich jetzt deine blöde Skizze aufstellen? Oder ist das hier noch im Weg? Oh, okay, ich kann es nicht kaputt machen. Kann ich mir so eine Art irgendwie Eisenaxt oder so machen? Hackel. Hm. Na gut. Machen wir uns nochmal so einen Scheiß. Wieso rüstet er das jetzt nicht automatisch aus? Das wäre viel cooler. Ups. Tasten finden, da Ausrüstung, zack, ausrüsten, so. Ah, sehr schön. Ah, damit kann ich bestimmt auch... Ne, kann ich nicht. Oder wir sein können. Gut. So. Du willst doch da... Nicht genug Platz. Ja, gut, dann machen wir es halt so. Scheiß drauf. Gut. Bauen wir ihre komisches Ding ins Kirchens. So, zwei große Manne. Dann hat sie ihr komisches Haus. Oh, das geht ja nicht. Kann ich eigentlich selber Skizzen herstellen? Das wäre ziemlich praktisch, oder? Sowas braucht man echt mal in Skyrim, dass man Skyrim sag ich schon, Minecraft, dass man einfach Skizzen aufstellt und sich dann Keks freut. Ich meine, das ist doch ein guter Boden, oder nicht? Ja, ist doch ein hübscher Boden. So, dann schnappen wir uns mal kurz die Türe, die wir hier hingestellt haben. Dann stellen wir auch die Tür dahin. Yay, öffnen. Gut, was sind jetzt die anderen Symbole? Ich weiß es nicht. Ist das die Lichtquelle? Willst du da die Lichtquelle hinhaben? Und dann höchstwahrscheinlich das Ding hier, ne?
Oh. Wo ist Madame hin? Da. Was brauchst du denn noch? Bau ihn genau wie auf meiner Skizze, hörst du? Platziere den Bauplan auf dem Boden, indem du X gedrückt drückst, stellst du dich darauf, siehst du, welche Gegenstände nötig sind, indem du... Ah, okay. Okay. Ja, ist gut. Nein, ist gut. Ist gut! Ich hab's verstanden! Wieso gibt's hier keine andere Taste? Ich muss A drücken. So. Okay. Das nehmen wir kurz auseinander wieder. Ja, und das auch. So. Ja, ich weiß, Raum wurde zerstört. Also, wir haben Erde. Die Kiste kommt dahin, okay. Na gut, dafür hätte ich es gar nicht auseinanderbauen können, ne? Brauchen. So. So. Wer braucht schon Türen? Gut, dann nehmen wir die Kiste wieder an uns. Es ist dunkel, Freunde. So. Serie baut Steinwerkstatt. Eine Premiere. Gegenstand, yeah! Okay, ich habe deinen komischen Dings gebaut. Freust du dich jetzt? Hallo Zero, wie kommst du mit meinem Arbeitsraum voran? Du stehst gerade drin, du hast dich gefreut, dass du hergelaufen bist. Schau ihn genau, bau ihn genau wie auf meiner Skizze, hörst du? Platziere den Bauplan auf dem Boden, was? Ach, ein Lagerfeuer, ups. Sag das doch. Wozu ist sie überhaupt hergelaufen? Mein schönes Lagerfeuer. Die Ideen. Oh, ich hab's auseinandergebaut. Nein! Warum kannst du nicht einzeln bauen? So. So. Zero vervollständigt Pilzskizze. Ah, ich habe die Skizze zurückbekommen. Na gut, dann kann ich sie auch hier reinlegen, ne? So, alles, was wir nicht brauchen, gehört rein. Backe können wir wahrscheinlich gebrauchen. Das können wir wahrscheinlich gebrauchen, das auch. Und das. So, wo ist die Trulle jetzt? Wieso ist sie überhaupt angelaufen gekommen, wenn es scheiße war? Ach, die pennt. Ach stimmt, ist Nacht, ne? Hurra, du hast den Arbeitsraum gebaut, um den ich dich gebeten hatte. Danke, Zero. Er sieht genauso aus wie auf meiner Skizze. Die Bewohner deiner Stadt werden dir oft Baupläne geben, um dich bei deiner Aufgabe zu unterstützen. Hast du nicht genug Material, um einen Bauplan oder andere Bauvorhaben umzusetzen, dann suche im Umland danach. Einige Materialien kannst du nur erhalten, indem du Monster besiegst, die in der Wildnis ihr Unwesen treiben. So befreist du diese Gebiete auch aus ihrer Gewalt. Ich werde meinen Arbeitsraum benutzen, um alles Mögliche zu bauen. Wenn ich fertig bin, lege ich meine Werke in die Truhe, damit du dir all die tollen Sachen ansehen kannst, die ich gemacht habe. Oh, grober Stoff. Vielleicht mit Klamotten bauen wahrscheinlich, ne? Ich will schlafen. Danke nochmal für den Arbeitsraum, Zero. Jetzt können wir alles herstellen, was wir brauchen, um die Stadt wieder aufzubauen. Aber wenn wir beide hier leben, wird es nie eine richtige Stadt geben. Ehrlich gesagt habe ich auf dem Herweg einen zwielichtigen Mann in der Nähe herumlungern sehen. Er war mir nicht ganz geheuer, also habe ich gewartet, bis er wegging. Und dann bin ich gleich hergelaufen. Wenn wir ihn aber fragen, ob er hier bei uns leben möchte, dann könnte er uns vielleicht dabei helfen, die Stadt wieder aufzubauen. Ich habe ihn zuletzt hinter den Bergen gesehen. Geh und such ihn, Zero. Überrede ihn, zu uns zu kommen.
Geht klar. Nutze deinen Kompass, mein Kind. Er wird dir gute Dienste dabei leisten, das zu finden, was du suchst. Indem du Plus drückst, kannst du dich orientieren. Begib dich dann auf die Suche nach dem Mann, von dem Pili erzählt hat. Folge dem Kompass. Ich will erstmal schlafen. Ich will nur schlafen. Danke. Der nächste Tag, Freunde. Oh, Den komischen Mann finden. Na gut. Finden wir den komischen Mann. Wir wissen ja schon etwa, wo der ist. Also so wild ist das jetzt nicht. Komm her, du Kleiner. Er hat mich geschlagen. Kleine Potsau. Respawnt das ganze Zeug? Ne, das war schon vorher da. Alles gut. Ich hab's noch nicht abgemacht. Hau rein, Kleiner. Seltsam. Na gut, hier haben wir ja das Lagerfeuer gefunden, ne? Ich glaube, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Und wir können nicht schwimmen. Au. Ist er vielleicht in dem Zuhause, das ich kaputt gemacht habe? Alter Mann? Bist du hier? Ja, cool. Wenn ich so auf die Uhr gucke, ist es eh Zeit, die Folge zu beenden. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich habe die Demo zerstört. Wir sehen uns dann in einem neuen Spiel. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, wenn es auf der Switch released ist. Wenn ihr möchtet, dass ich es Let's Play, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und dann werde ich gucken, weil ich das machen werde. Das ist der Plan, Freunde, das ist der Plan. Findet ihr das gut? Lasst ein Like da. Ich habe einfach die Demo kaputt gemacht. Haut rein, ciao!